Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Division-Freunde. Mein Name ist Sirius und da ist die neue wunderschöne Sniper. Sniper! So, normalerweise starte ich ja immer, wenn ich irgendwo wieder an einem Ziel bin, wo ich auch wirklich hin will. Ich habe immer noch dieses komische Scope drauf. Ich weiß, für Headshots ist das eigentlich scheiße, aber es macht halt irgendwie mehr Schaden. Warum auch immer, welchen Sinn das auch machen soll. Warum ich jetzt diese Sniper spiele, zeigt sich vielleicht einfach mal an diesem... Nee. Also das ist so die Schussfrequenz, die ich schießen kann. Könnt ihr sehen, verzieht natürlich nach oben, aber man kann natürlich auch, wenn man das ein bisschen versucht, ein bisschen mit Salven zu schießen oder so, kann man das schon ziemlich nah an einer Stelle halten. Und ich habe mich jetzt hauptsächlich für die Waffe entschieden, weil die halt so eine hohe Schussfrequenz hat. Auch wenn die M44 noch mehr Schaden machte. Ich glaube, an die 1000 Punkte mehr ist die höhere Schussfrequenz jedoch einfach ausschlaggebend, um im Gefecht erfolgreich zu sein. Behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Ich würde sagen, wir haben hier noch einen Kampf, zwei Kämpfe, drei Kämpfe drüben an dem anderen Safehouse übrig. Und hier noch eine Hauptmission. Wollen wir direkt die Hauptmission spielen oder wollen wir erst noch einen Nebeneinsatz spielen? Ist das unser Safehouse? Nein, keine Blitzreise möglich. Wo ist das andere dämliche Safehouse? Bin ich blind? Ach, da. Ich war blind. Okay. Fliegen wir erstmal hier rüber. Per Blitzreise. Quasi über die Dark Zone herüber. Und dann können wir uns überlegen, was wir machen. Ich würde sagen, generell, wir versuchen die beiden Kämpfe zu spielen. Und heute im Video nicht die letzte Hauptmission abzuarbeiten, sondern erstmal noch ein bisschen so das Gewehr ein bisschen testen, ein bisschen abchecken und so, ob wir richtig gut drauf sind. Und eventuell, weiß man nicht, vielleicht kommen ja auch nochmal Hauptmissionen, wenn man diese letzte hier gespielt hat. Oder ist es dann endgültig vorbei? Das wisst ihr natürlich jetzt schon. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, bin aber auf jeden Fall heiß drauf, das Ding jetzt irgendwie durchzuspielen, beziehungsweise Singleplayer-Kampagnentechnisch zu Ende zu spielen, um einfach ein bisschen zu checken, was kommt dann und so weiter und so fort. Das hatte ich auch in einem Daily-Vlog erwähnt, den ich heute aufgenommen habe. Für euch kann das natürlich sein, dass ich immer 4, 5 Parts von diesen... Ach, Graffiti-Power. Da ich immer meistens 4 oder 5 Parts Division hintereinander aufnehme und dann nur 2 am Tag hochlade, kann es natürlich sein, dass der Daily-Vlog, den ich gerade erwähne, einfach schon vorgestern war oder so. Okay? Wir nehmen den Kampf. Okay? Versuchen erstmal den Kampf hier zu spielen. So, checken wir mal, wie schwer das ist und wie gut wir mit der neuen Waffe zurechtkommen. Hier spiele ich ja immer noch. Ja, ist immer noch die Scar. So, ich habe noch ein bisschen, auch beim letzten Mal, ein bisschen rumgebastelt, ein bisschen geguckt, was ich gebrauchen konnte, aber so viel war das jetzt nicht mehr. Also es waren jetzt keine weltbewegenden Neuerungen oder Änderungen. Also aktuell vom Inventar her hier wahlweise 29.000 oder 24.000er Schaden. Lebenspunkte habe ich auf 36.000, Fertigkeitsstärke. Also in etwa, also es hat sich alles ein bisschen verbessert, kann man vielleicht so mal einfach festhalten, aber es ist jetzt keine... Oh, das ist ja... Seid ihr die Invisible Man? Ja, schön, dass ich vollkommen vorbeischieße, wo ich gerade mal erwähnt habe, mit der hohen Schussfrequenz kommt man super klar. Okay, ich scope mal an. Ja, so funktioniert es aber gut. Wen habe ich denn hinter mir, bitteschön? Ey, könnt ihr euch mal euren Streit mal unter euch ausmachen? So. Was waren das? Riker, JTF, hier geht aber auch wirklich alles zu Rande. Ja, also ich glaube an dem Beispiel, jetzt konnte man ganz gut sehen, wie das eigentlich abläuft mit der Waffe. Dass man hier schön direkt 2, 3 Schuss hintereinander anfeuern kann, mit einem relativ schnellen Rhythmus auch. Und dadurch einfach viel Schaden verursacht. So ein Ding jetzt hier, ja, das spielt man dann so ganz lässig runter, muss ich sagen. Also ich bin sehr froh, dass ich wieder eine schöne M1 habe. Denn ich glaube, sie macht mir das Leben doch einfacher. Habe ich jetzt so ein Gefühl, habe ich ein bisschen im Urin. Besser als die Covered SRS. Denn auch wenn das eine sehr gute Waffe ist oder eine Waffe, die ich auch gerne spiele, die Covered SRS, ist die höhere Schussfrequenz hier doch einfach enorm geil. Also...
Eigentlich ist das mein Lieblingssniper, muss ich sagen. Was war denn das jetzt? Bitte kooperieren Sie mit den LMB-Soldaten, damit wir sie schützen können. Nein, wir kooperieren mit niemandem. Wir killen alles wie immer. Es gibt zu viele Waffen in der Stadt. Den Bereich sichern. Feindpräsenz entdeckt. Okay. Vor allem ist es so geil, dass die LMB die Stimmen hat wie die Rikers. Also die gleichen Stimmen. Werfen Sie bitte keine Granaten. In meiner Gegenwart. Ins Knie geschossen. Ja, lass noch ein bisschen den Kopf rausgucken, Alter. Ja, sehr kluger Deal. Sehr, sehr kluger Deal. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Wo kommen die? Ach, die kommen aus dem Fashion-Geschäft. Naja, natürlich. Das hatte ich auch erwartet. Schön, dass die Katze jetzt hier über den Monitor läuft. Jetzt bin ich in einer besseren Position. Ach, warum habe ich denn das Scheißgeschütz? Oder habe ich das ausgewählt? Das Schütz mit einer, Geschütz mit einer größeren Reichweite, glaube ich. Das weiß ich gerade nicht mehr. Hier muss ich echt vorsichtig sein, wenn er zwei Hits macht. Bin ich wirklich sehr, 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 sehr derbe down. Sehen auch kaum, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob das für euch genauso dunkel ist wie für mich. Auf jeden Fall wechsle ich hier wieder auf mein Lieblingsgeschütz. Ich glaube aber auch nicht, dass er da vorne rauskommt. Also das so oder so nicht. Ja, da haben wir doch. Was denn, das war's wirklich schon? Nein, komm. Komm, da muss doch mehr drin sein hier. Verdammt, ist da draußen jemand? Nein, hier ist niemand. Ich hab den Rucksack, ihr könnt da drin verrecken und krepieren. Ihr möchtet wesentlich höherer Schaden. Mann. Ey, was habe ich denn hier für eine Mod? So, dann wäre ich bei. Dann wäre nur die Fertigkeitsstärke niedriger. Sollen wir das mal machen? Dann haben wir wesentlich mehr Waffenschaden. Aber ich bin mir da echt immer unsicher, weil ich finde, natürlich noch mehr Waffenschaden machen. Nein, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Klopfen Sie woanders an, Mann. Was meint ihr? Würdet ihr mehr Waffenschaden machen wollen? Ich glaube, da stehen die meisten drauf, oder? So. Wir spielen mal mehr Waffenschaden, so. Ja, was denn jetzt hier? Irgendwo hier müssen die Griffe sein. Das ist doch nicht mein Problem. Oh, ein verbesserter Stoff, sehr schön. Normale Stoffe. Jetzt ungelogen, ups, jetzt sitzt gerade eine Katze hinter meinem Monitor auf dem Schreibtisch und die andere sitzt unter dem Schreibtisch und die gucken sich durch diesen Ritz an und kloppen sich so durch diesen Ritz. Irgendwo hier müssen die Schlüssel sein. Über uns anscheinend, okay. Ja, nicht da so rumklopfen, bitte. Bitte.
das ist auch wieder doofes hier. Ein Level ohne Gegner. Da gab es hier irgendwas total Tolles zu finden oder so. Irgendwo hier müssen die Schlüssel sein. Ja, 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 Klappe. Dass hier wenigstens irgendwas geben würde, ne? Wo man sagt, hui, da hast du aber jetzt eingesammelt, weil du noch da oben raufgelaufen bist. Aber im Grunde genommen. Hier irgendwas einstellen? Nein. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Ja, niemand weiß, was er ohne mich getan hätte bei dieser spannenden Mission. Ich habe mich so drauf gefreut, heute zu spielen und dann so eine Mission. Yeah, Kampf abgeschlossen. Naja. Das war schrecklich. Nein, das war eigentlich, war das langweilig. Ja, geht auch weg. Ich muss hier gucken, ob hier noch was für mich ist. Ist aber nicht. Danke. Ey, es war so schrecklich, dass ich erstmal in meinem Knast drin stehen bleibe. So schrecklich war das da. Also da. Keine Bewegung. Dieses Gebiet ist gesperrt. Okay, wieso ist die JT, wieso ist das Last Man Bataillon jetzt wieder da? Kontrolliert er einfach. Oh, ich habe keine Muni mehr. Das habe ich auch noch nie erlebt. Gepanzerte. Medic Schwein! Habe ich auch was an der Waffe verändert? Das fühlt sich so an, als würde die so mega zerreißen. Weiß ich schon gar nicht mehr. Mann, 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 man sollte keinen Tag dazwischen legen, wenn man mal was gespielt hat und was geändert hat. Ah, wir nehmen alles mit, wisst ihr doch. Vielleicht ist ja ein bisschen Scharfschützen-Munition dabei. So. Das war der erste Kampf für heute. Was haben wir für eine Waffe aufgenommen? Eine Schroti-Flinte, die wir nicht brauchen. Ah. Covered SRS habe ich auch behalten, ne? Auch was ein Stuss. Werde ich jetzt auch nie wieder spielen. Seien wir ehrlich. Naja, dann haben wir immerhin die Waffenteile eingesammelt, ne? Nein, auf gar keinen Fall. So, okay. Next big thing. Wir haben hier einen Kampf hinter uns im 27 bis 28er Bereich und hier noch einen Kampf eigentlich, der eher unserem Level entspricht. Mal gucken, ob wir den genauso einfach beenden können. Denn ich muss gestehen, das war jetzt gerade irgendwie easy, oder? Ich fand's jetzt zu easy. Da meckere ich schon, wenn ich Kämpfe gewinne. So weit ist es gekommen. Ich finde es eher bedenklich, dass in letzter Zeit hier alle so spät auffloppen. Der trägt ja eine Knarre. Ist das einer von unseren? Wir sehen, was sie machen und wissen es zu schätzen. Sie sind ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild mit besonders schlechten Augen, wie wir gerade gemerkt haben. So, das spielen wir auf jeden Fall auch noch. Komme, was da wolle, egal ob die Folge 45 Minuten lang wird. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen langsamer vor, nicht, dass gleich wieder so aus der Luft heraus fünf Gegner vor mir stehen. Weil das Spiel gedacht hat, ach, so schnell ist der, da haben wir gar nicht mit gerechnet, stellen dem direkt mal Gegner entgegen. Am besten wäre ich noch mitten in der Gruppe gespawnt. Ja, ich sehe dich, höre dich. Achtung, auf 2 Uhr, oben auf dem Dach neben der Werbetafel. Ja, sehe ich. Einzelnes Ziel. Der Schnurrbart könnte mal gestutzt werden. Ziel 0,26 Millis hoch. Null Winkel. Ja, damit wärst du bei 1220 Meter. Das sind 60 mehr als Darbys Rekord. Den ist Darby gleich los. Wie viele Rasten? 18 Millis, ein Klick. Wind? Aus 9 Uhr, 5 km/h. Raster links, 1,2 Millis. Alles klar. Paket wartet. Schick's ab. Himmel!
wenn du Darby siehst, sag ihm, er soll wieder mit Zielübungen anfangen. Es gibt eine neue Königin. Okay, ich würde sagen, zwei. Ein Riker und einer vom Last Man Battalion. Komische Kombi. Okay. Jetzt haben die auch gegenseitig den Kampf eröffnet, wie es scheint. Aber wie ich das hasse, wenn die mich von irgendwo treffen können, ey, was gar nicht so sein sollte. Das Gebiet gehört dem LMB. Yeah, euch gehört gar nichts, ihr Lutscher. Zeigt ihr gleich mal, was euch gehört. Mach mal Augen zu, dann siehst du, was euch gehört. Wieder so wieder überall vorbeigeschossen in jede Richtung, ne? So, erstmal Medic. Ja, gib mir das. War ja auch noch irgendwas. Ich muss alles aufheben. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse, würde ich sagen. Generell scheint sich das hier oben ganz gut anzubieten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, aus welcher Rüstung. Gegner nähern sich. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Was, als würden die von oben kommen? Nee, die gehören gar nicht dazu. Scheiße. Immerhin gibt es hier eine Menge Deckung, muss man einfach sagen. Oh! Mann, habe ich schon wieder keine Kugeln mehr oder was, ey? Oh, eine Agentenspur entdeckt. Ja, das kann ich ja jetzt gut machen. Ah ja, schön. Schön goldener Level 26 Gegner. Den können wir natürlich jetzt locker wegrocken. Bei unseren Fähigkeiten. Gute Idee, Sirius, gute Idee. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ey, wie viel kommen denn da noch? Ey, ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich schwöre, ich konnte da nicht nach in das Gebäude laufen. Ich versuche mal zu erschießen, was ich noch erschießen kann. Wow. Boah, wie viel sind denn das, ey? Achtung, Ware zerstört. Nein! Ware zerstört, ey, alles umsonst. Wir haben den neuen erwischt.
Muss auf jeden Fall das lilane Zeug einsammeln kommen, was wolle. Habe ich. Medik eingesammelt, auch wenn das jetzt ein bisschen wirr aussah. Warum kann ich nicht hier hochgehen? Oh, ich kann nicht mal hier rüber gehen. Was ist denn hier los? Kann man das... Kann man nicht umlaufen von hier aus, ne? Ey, hat der nicht gerade gesagt, das Geschütz ist erledigt? Ah. Oh, das hat der viel gemacht. Okay, aber der Typ ist fast fertig. Gucken, ob wir den von hier aus in die Knie schießen können. Ist der jetzt unsichtbar oder was? Granatenwerfer, Penner, ey. So, toll. Leider nicht ordentlich zu Ende absolviert, muss man natürlich gestehen. Schade, schade. Ach, es hätte so schön sein können. Müssen wir das Ganze also nochmal spielen. Einen neuen Knieschoner habe ich allerdings erhalten, der noch mehr Waffenschaden macht. Okay, ich gehe mal immer mehr auf Schaden jetzt mal einfach. Waffenteile. Habe ich die jetzt aufgenommen? Ja, ne? Ja, ich dachte gerade schon, die hätte er nicht mitgenommen. So, kann ich die Mission jetzt sofort nochmal anwählen oder muss ich erst rein raus? Ne, muss ich anscheinend rein raus. Oh, meine Freunde, 22 Minuten Einsatz haben wir ja schon. Ich würde sagen, ja, ich werde begeistert sein. Ich breche das Ganze hier mal ab, also vom Let's Play, die Folge für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schade, dass es nicht endgültig geklappt hat, weil die JTF-Kollegen einfach nicht ordentlich unterstützt haben. So, das ist jetzt meine Meinung dazu. Eure Meinung gerne in die Videokommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.